Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Kanalvorstellung, Bewertung von Hype770. Ich bin MC Shithead1977 und heute nehmen wir uns den Kanal von, Vorsicht, schwieriger Name, Reizification. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Vor. Wenn nicht, ja, kannst du es ja schreiben. Der junge Mann ist seit dem 10.06.2011 Let's Player, hat 2185 Kanalaufrufe, 15.000 Upload-Aufrufe, ist seit dem 10.06.2011 dabei und hat 34 Abonnenten. Ja, wie ich finde, viel zu wenig. Weil das ist einer der wenigen, der Minecraft spielt, oder einer der wenigen Let's Player, die noch nicht so berühmt sind, der Minecraft spielt, bei dem es mir auch Spaß macht, zuzugucken. Also ich habe seine Videos gesehen, schon als er sich bei uns vorgestellt hat, habe ich mir ab und zu mal ein paar Minecraft-Videos angeguckt. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber so ein paar, und er macht seine Sache schon echt gut, und das muss ich wirklich sagen. Das nur mal so nebenbei an dieser Stelle, zu der niedrigen Abonnentenzahl. Zu seinen laufenden Projekten zählt Minecraft halt und Portal 2. Die kommenden Projekte sind Terraria, GTA 4, was mir auch besonders gut gefällt, weil GTA 4 wirklich ein echt cooles Spiel ist, und Dragon Age 1. Als pausiertes Projekt hat er Minecraft Together mit Classic Gaming TV angegeben. Was soll man sagen? Kommen wir zum Kanaldesign. Das Kanaldesign ist sehr geil, vor allem schon, weil er den verdammten Master Chief am Start hat. Den Held überhaupt. Master Chief for life. Ich als Halo Freak muss sowas auf jeden Fall bewerkstelligen und gutheißen. Auch an sich, es ist schlicht gehalten von den Farben her, aber es passt auf jeden Fall zum Kanal und das finde ich echt cool. Das ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Also ich mag seinen Kanal sehr und auch seine Let's Plays finde ich echt cool, weswegen ich diese 34 Abonnenten auch absolut nicht verstehen kann, weil er hat wirklich mehr verdient. Auf jeden Fall. Das Coole ist auch, dass er mit Leuten in Verbindung tritt, die wir schon vorgestellt haben, ob es Mr. Infernal ist oder NJ's Zockerwelt. Ob das jetzt aufgrund unserer Videos ist oder ob er sie vorher schon kannte, weiß ich nicht. Kannst du ja vielleicht mal beantworten, wenn du willst. Auf jeden Fall ein echt cooler Channel, wie ich sagen muss. Kommen wir mal zu seinen Uploads. Lädt nicht so regelmäßig hoch, also in der letzten Zeit auf jeden Fall nicht, wenn man hier sieht, vor 5 Tagen. Und dann einen Tag. Kann natürlich andere Gründe haben, weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein. Ich meine, auf meinem Hauptchannel habe ich im Moment auch nicht viel hochgeladen, weil ich viel mit Arbeit zu tun habe und so. Aber sonst, ab hier lädt er eigentlich doch regelmäßig hoch. Das Let's Play Together, welches mir auch sehr gut gefällt. An dieser Stelle sage ich das einfach mal. Er hat was über das Update gemacht von Minecraft. Finde ich auf jeden Fall schon sehr cool. Die Qualität von den Videos passt auch für Minecraft-Verhältnisse. Er legt, glaube ich, alles in 1080p hoch. Ich weiß es jetzt nicht. Nee, nicht alles. Aber er lädt es auf jeden Fall in 720p auf. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das muss ich echt sagen. Playlists sind vorhanden, aber vielleicht machst du dir da wirklich mal die Mühe, da kleine, also so Thumbnails zu machen, damit die halt ein vernünftiges Deckblatt haben, weil ich finde, sowas sieht wirklich immer besser aus, als wenn da nur irgendwelche Spielszenen als Deckblatt halt so zusammen benutzt werden. Das finde ich, ist optisch ansprechender, wie ich finde. Kannst du dir ja mal überlegen. Ansonsten finde ich deinen Channel echt cool. Ich bin auch echt zufrieden damit. Da gibt es auch eigentlich nichts weiter dran auszusetzen. Finde ich auf jeden Fall geil. Und vor allem finde ich hier bei Beruf sehr geil, unbezahlter Schüler. Das ist auf jeden Fall schon sehr lustig. Und ja, ansonsten war es das eigentlich wieder. Wie gesagt, wenn die Videos sind auf jeden Fall empfehlenswert. Seine Minecraft-Sachen, die er macht. Das LPT ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ist auch lustig anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch echt cool.
Solltet ihr euch mal angucken und euch eine eigene Meinung bilden. Und wenn er euch gefällt, wirklich ihn abonnieren, weil er hat es wirklich verdient. Also mit den 34 Abonnenten, da könnten ruhig noch ein paar mehr Abonnenten rankommen. Ja, das war's dann. Für die Vorstellung Nummer 21 müsste es jetzt eigentlich sein. Ja, 21. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst uns ja mal ein bisschen Feedback geben und du kannst ja auch mal das mit den Playlists berücksichtigen, was ich dir hier angeboten habe. Ich meine, es ist nur eine optische Sache, aber das spricht halt auch wirklich an, finde ich. Kannst du dir überlegen. Ansonsten echt cooler Kanal, cooler Let's Player und ich werde dich auf jeden Fall im Auge behalten. Werde mir mal privat so ein bisschen deine Videos angucken, weil sie mir, wie gesagt, wirklich echt gut gefallen. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Let's Player-Vorstellung von Hype 77.0 wieder. Ich bin euer MC Shithead 1977 und ich sag bis dann zum nächsten Mal.